Moin, ihr Füchse da draußen und Füchsinnen natürlich. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und wir spielen immer noch den Bus-Simulator 2008. Da muss ich gerade die Leute rauslassen. Jo, will noch jemand mit oder was? Wir sind aktuell gerade dabei, munter den Ostbezirk freizuschalten. Ich glaube, da will keiner mehr mit. Nee. Na gut, dann fahren wir mal weiter. Ja, die Fahrt lief bis jetzt so semi-geil, sag ich mal. Ein paar Kollisionen haben wir gehabt. Kennt das ja. Dann nimmst du mal hier die eine Ampel mit oder da mal eben Hotdog stand. Schienenlegerstraße. Ah, das ist meine liebste Haltestelle. Ich sage, oh, Vorsicht, einmal kurz ausweichen. So, 70 dürfen wir fahren. Muss ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Oh. Ich weiß nicht, immer schön den Schlaglöchern aus. So. Für meine Gäste nur das Beste, ne? So. Yo, wir halten eh an. Keine Sorge. 50. Jetzt geht's endlich mal in das neue Gebiet. Oh, scheiße, Bruder. Das war ein sehr, sehr tiefes Schlagloch. Da könnt ihr doch mal ein bisschen Sand draufschütten, Mann. Wie willst du denn hier von deinen Gästen alles geben, wenn überall Schlaglöcher sind? So, Achtung. Schon mal ein bisschen an den Rand ran, dass wir weit weg von der Ampel sind. Wir müssen mal ein bisschen links an die Leitlinie ran und dann aber vorsichtig tun, ne? Dann geht es auch schon. So, und Achtung. Gleich auf die richtige Spur einordnen. Macht man so eigentlich nicht, ne? Wisst ihr Bescheid? Habt ihr nicht bei mir gesehen? So, auf geht das, auf geht das. Okidoki. Oh, hier ist wieder so ein paar Mal nicht so schnell drüber, Dings. Oh, endlich mal Wohngebiet hier, ne? Bam, bam, bam. Oh, gleich noch ein Schlagloch. Jo, das geben, hier kamen wir doch her, oder nicht? Ist bestimmt wieder dieser Rundkurs am Start, deswegen ist die Fahrt so lange. Ich hab bestimmt den Rundkursmodus noch aktiv. Deswegen. Ich sag euch das, deswegen ist das hier so lang. Meine Güte! So. Na, alles aussteigen! Du, ich gebe mein Bestes, ne? Für meine Gäste nur das Beste. Das ist unser Motto. Und Sicherheit ist bei uns groß geschrieben. So, kommt noch einer? Sieht sehr leer aus hier. Na gut. Dann wollen wir uns mal wieder einordnen und los geht's in den fließenden Verkehr. Oh, der kommt da aber angepimmelt. Wartest du mal bitte ab? Ja, ja, ich bin Bus. Flusspromenade. Achtung. Oh, scheiße, ist das eng hier. So, eben brauche eine Flusspromenade. Ach, mal wieder kurz bremsen. Oh, wieder Gas geben, nachdem aber die Dinger drüber ist. Dann geht es schon. Da musst du richtig die G-Kräfte spüren, weißt du? Damit die Fahrgäste auch wach bleiben. Die sollen ja auch ein bisschen Spaß haben, ne? Ja. So ist das hier bei uns. Grunwald. Dück, 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 dück. Hatten wir eigentlich auch mal rot? Ist schon lange nicht mehr, ne? Ein bisschen grüne Welle aktuell immer am Start. Die grüne, das ist die hier grüne Welle. Ich muss mal hier die Spur wechseln. So, weiterfahren, weiterfahren! Oh, Vorsicht, da ist Laub, das ist gefährlich, da könnte man rutschen, ne? Das verlängert den Bremsweg. Die Situation an sich hier ist unübersichtlich. Zwischen den Bäumen könnten spielende Kinder hervorkommen. Sobald ein Ball auf die Straße rollt, immer bremsbereit bleiben. Ja. Und mit größter Vorsicht in am besten Schrittgeschwindigkeit weiterfahren. So, kommt, trau dich! Und es wird grün. So. Einmal dem Typen hinterher. Folgen Sie diesem Wagen. Vorsicht, ich muss die Spur wechseln. Oh je. So. Flusspromenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. So, vielen Dank, dass Sie wieder mit uns gefahren sind. Jemand hinterließ Müll. Oh, immer das Gleiche, immer das Gleiche. So, wo habt ihr denn den Müll wieder hingeschmissen? Man, man, man. So, wir haben die Strecke abgeschlossen. Ja, dann jetzt geht's zurück ins Depot, würde ich sagen, ne? Dann mal los. So, dann machen wir mal Feierabend, ne? Eben einordnen und nach Hause gefahren. So, ich behalte das erstmal noch bei, immer zum Depot zu fahren. Ich finde, das gehört irgendwie ein bisschen mit dazu. Haben wir da ein zweites Depot? Der Weg sieht so anders aus. So. Ich möchte die Fahrt nicht sofort abschließen. Ist aber nett, dass du es mir vorschlägst. Oh, rot. Ja, ja, ja.
fahr noch ein bisschen näher ran, ne? So, jetzt wird's grün. Oh, komm schon. Also, man kann es aber schön an der Fußgängerampel sehen, ne? Wenn die umschwingt auf rot, dann weißt du, ihr habt gleich grün. Aber ich finde, diese Umschwungphase im Game hier ist ein bisschen lang. So, ja, wir haben hier noch ein neues Depot, oder? Wir sind jetzt ja woanders. Das ist offensichtlich auch ein Depot. Hat sich schon mal gelohnt, hier hinzufahren. Direkt mal das Depot der Kollegen sehen, wa? Mal sehen, wie es denen hier so geht. So, oh, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Da geht schon mein Handy auf. So, bremsen erstmal einordnen. Oh, hier direkt mal quer rüber. Wer kennt's nicht? So. Zählt die Ampel auch für mich? Ich hoffe doch. Also so macht man das eigentlich nicht. So schnell, 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 schnell. Muss ich jetzt hier hin? Da rein, ne? Ah ja. Welche Fußgänger? Ne, ne? Sehr gut. Ich muss Spur wechseln. Noch ist grün, noch ist grün. So, vorsichtig, vorsichtig. Oh, scheiße, Bruder. Ein zu früh abgebogen. Egal. Einfach weiterfahren und so tun, als wäre das gewollt gewesen. Oh, ich wollte mit Absicht diese etwas unübersichtliche Kreuzung befahren. So, Achtung, Vorfahrt gewähren und jetzt einfach machen. Einfach auf eine Kreuzung fahren und hoffen, die Leute halten an. Oh, scheiße, hat geklappt. Oh, wird nochmal richtig spannend hier zum Ende raus jetzt, ne? So, nur aber wieder links. So, trau dich, Junge, einfach fahren. Genau, einfach mal lassen hinterherziehen. Komm, wir lassen es hinterherziehen. Oh, einfach hinterherziehen lassen. So ist es fein, so ist es fein. Jo, und dann kommt auch gleich das Depot. Wo denn? Ach, da. Warum haben die denn dann hier so einen Steinpöller davor geballert? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das bin schlau, aber es hat nicht funktioniert. Ich wollte den umfahren. Was ist denn für ein Kackdepot hier? Was ist das? So, Achtung. Mach mal auf den Apparillo da. Ja, ich komme mit meinem Bus. Oh, oi, oi, ist das eng. Was ist das für ein Depot? Das ist ja fürchterlich. So. Alter Bruder. So, Motor aus. Absteigen vom Hobel, du. Gute Nacht, Bus. War wieder mal schön mit dir. Haben wir gut gemacht. Bin zufrieden mit unserer Leistung. So, und haben wir denn noch positives Geld gekriegt? Oder haben wir zu viele Unfälle gebaut? Nee, wir sind positiv rausgekommen. Alles nice. Wunderbar. Siehst du wohl. Wie sieht's denn überhaupt so aus? Jetzt gucken wir mal hier auf den Streckenplaner. Ja, läuft. Läuft. Jetzt gibt's hier gleich wieder Story. Achtung. Dauert einen Moment. Ausgezeichnete Arbeit. Junge. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ja, wunderbar, Kohle kommt rein. So, also, wie sieht's denn aus? Erstelle eine Strecke mit maximal 8 Haltestellen, welche beinhaltet 3 Zonen da und in der Industriezone 3 Zonen. Und dann sollen wir die Strecke fahren. Okay. Was wir jetzt erstmal machen, wir kaufen jetzt mal einen neuen Bus. Shop. Was gibt's denn jetzt hier Neues? Jetzt haben wir hier den Lion's Man. Der ist auch neu. Den haben wir noch gar nicht gehabt, ne? Den MAN. Dann kaufen wir uns den jetzt mal. Boah, ist das Ding teuer. 240. Egal, ich will den haben. Bus kaufen. Bob. Man muss Geld ausgeben, um Geld zu machen, ne? Das ist jetzt unser neuer. Jetzt fahren wir mal mit dem MAN. So, Busfarbe. Die erste ist natürlich wie immer wieder so ein schönes, muggeliges, helles Blau. Und unten haben wir so ein bisschen Lila, ne? So. Skins brauchen wir erstmal noch nicht. Und dann noch mal ein Schild eben wieder anpassen. Muss ja auch in unser Unternehmen reinpassen, ne? FOX. BL.
Und dann ist das hier die, keine Ahnung, Alter. 111. So, geh schon anwenden. So, jetzt haben wir auch fast keine Kohle mehr, aber das macht nichts. Jetzt gehen wir einmal auf den Streckenplan, und zwar den Stadtfuchs. Da werden wir jetzt eben mal einen Angestellten wieder organisieren. Wen haben wir denn dann noch? Xander Klaus hat Angst im Dunkeln. Javias Baus. Ich komme mal. Nicole Matscher ist immer pünktlich der einzig normale Mensch in einer katzenverrückten Stadt. Hat nicht eine Folge von Winter der Leidenschaft verpasst. Gefällt mir, dich nehmen wir. Oliver Klaus hat einen Karpfenteich im Garten. Probiert gerne Neues aus. Erforschte mal eine römische Katakombe. Ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes, passionierter Physiker. Ist ganz verrückt nach diesen Neutrinos. Nee, komm, wir nehmen Nicole. So, Nicole, komm, Rando. Aber aller guten Dinge sind drei. Achievement geht rein. So, da kann nämlich die gute Nicole hier diese Route fahren. Und zwar nimmst du Nicole. Und du nimmst dann jetzt meinen Bus. So. So, dann ist nur der Landfuchs noch unbesetzt, leider. Die Strecke hatten wir noch, haben wir noch nicht besetzt, aber das macht nichts, das hilft jetzt nichts. Und ich erstelle eine neue. Puff. Und zwar mit maximal 8 Halten. Ja, da fahren wir doch alles durch, würde ich sagen. Ja, einmal die ganze Route, würde ich sagen. Eins. Also, neue Strecke. Das nennen wir Industriefuchs. Das ist der Industriefuchs, der kennt ihn nicht. Der beginnt hier. Fährt dann da lang. Da lang. Da lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang und hier lang. Und dann ist es auch schon gut. Speichern. Damit wäre das erstellt und diese Strecke fahren wir jetzt. Fahrt. Beginnen. Ich würde sagen, wir lassen jetzt wieder zufällig, ne, damit alles passieren kann. Und Rundfahrt lasse ich mal aus. Ne, dann sind die Fahrten nicht so lang. Und wir fahren dann jetzt mit unserem Lions City A37. Mal endlich mal ein neuer Bus oder was. Ne? Fahrt starten. Oder machen wir doch eine Rundfahrt? Nee, wir fahren normal. Komm, brauchen keine Rundfahrt. Das dauert sonst zu lang. Fahrt starten. Müssen ja vorankommen, ne? So, wieso bin ich nicht in meinem Bus? Was ist geschehen? So, ey, der sieht jetzt aber gar nicht so topmodern aus, der MAN, dafür, dass er so teuer war. Kann ich das Sonnending runterfahren? Geht das? Nö. Gut. Eben mal kurz umgucken, wie das aussieht. Ups. Mal eben schauen, wie das aussieht in dem Bus. Die Dinger kennt man ja primär aus Hamburg, ne? Muss ich sagen. Sowas hatten wir bei uns auf dem Dorf nicht. Aber in Hamburg kennt man die Dinger. Ach, hier auch mit diesen Drehknüppeln da. Ja, sehr schön. Also die Busmodelle, muss ich echt sagen, wahnsinnig gut gemacht. Wirklich. Aber hier mit so einer Treppe, schön in die Ecken rein. Sehr, sehr gut gemacht. Ich bin schwerst begeistert. Das ist der Bus, mit dem ich damals immer in Hamburg zu meinen mit allen Freunden gefahren bin. Da fuhren auch immer diese Dinger. Ja, ja gut, würde ich sagen. Sonnenbrille aufgesetzt. Eben das Licht ausgemacht, weil es nervt. Wo ist hier jetzt wieder was? Wo ist mein... Da. Feststellbremse, Geschwindigkeitsding, Busrampe, Motor an. Wo ist hier das Licht? Da. Führerstandsbeleuchtung brauche ich nicht. Und Fahrkartenautomatik brauche ich auch nicht. Ich bin doch nicht blind. So. Seid ihr bereit? Ich würde sagen, kann losgehen, wa? So. Ja, gut. Dann mal los. Oh, die Geräusche. Oh, wie irre. Oh, der ist aber schnell unterwegs. So, Achtung. Moin. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, selbstverständlich. Was brauchen Sie denn? Woche? Standard? Eine. Coole Karre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bitteschön. So, alle drin? Alter, was mit dem Spiegel los? Gut. Ah, die Geräusche! Ich flippe aus. Es ist einfach, also ich find's geil. Ich find's einfach nur geil. Like in die Kommentare schreibt, wenn ihr es auch geil findet. Es, Alter. Oioioi, das Ding ist aber schnell. Okay, einer hört hier ziemlich laut Musik, den werden wir gleich mal ermahnen. Wo ist denn mein Tempo-Dings da unten? Okay. Oioioi, der geht aber gut ab, doch. Ich werde mal eben kurz den Typen ermahnen.
Wer hört denn hier so laut zur Musik? Darf ich mal Ihren Fahrschein sehen? Augenblick. Hier. Fahrkarte bitte. Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Alter oh, Junge. Sorry, ich mach's leiser. Dankeschön. Wo hab ich denn? Wunderbar, alle die Fahrkarten am Start. Ehre. Hier, bitte. Ja, ist gut. Ich glaube Ihnen das auch so. Guck mal, der ist immer noch hier am Stehen. Insofern geht's nicht wirklich weiter. Wir haben nichts verpasst. Alle die Geräusche. Los jetzt. Fahren Sie mal. Mann, ist der eingeschlafen oder was? Mach die Tempomat wieder aus, ne, damit ich wieder schön selber aufpassen muss. Meine Güte, jetzt gib doch mal ein bisschen Gas hier, du. Muss auch fertig werden. Oh, unsere Firma muss expandieren. Verstehen Sie das denn nicht? Schön MAN hier am Start. Hallo. Fahr doch bitte, dann schenke ich mir noch einen Tee ein, warte mal. Jetzt, wo ich den Tee einschenke, ne, war klar, ist mir egal, jetzt musst du warten. Ach, gut, ich werde nicht weit. Also, so werden wir nicht pünktlich ankommen, wenn das hier alle naselang anhält, ne? Oh, jetzt aber. Was? Wie bin ich denn hier? Stört sie das, wenn ich auf mein Handy kurz gucke? Oh, es geht weiter. Was ist denn los hier? Hier bewegt sich ja gar nichts, komm! Oh, Junge, bremst doch nicht so abrupt. Oh, erstmal mein Twitter-Feed checken, ne? Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Nee. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Ja, endlich geht's weiter. Ja, verdammt. Okay, hier gefällt's mir schon mal echt nicht. Hier ist ja nur Stop and Go am Start. Ich kann das Fenster aufmachen. Mach das mal wieder zu. Es ist sehr laut. Ich mach das jetzt wieder zu. Ich will das Fenster nicht aufhaben. Kann ich das gedrückt halten und schieben? Nö. Ah, ja doch, es hat's geklappt. Wie auch immer ich das gemacht habe. Geht das hier auch? Ja, das geht. Man muss dann den anderen Joystick nehmen, den rechten, mit dem man sich eigentlich umguckt. Jetzt geht's weiter. Boah, ich flipp aus! Gehören Sie zu? Oh, scheiße, Bruder. Ich muss vorankommen, Leute. Meine Leute warten, deswegen sorry. Oh, scheiße, egal. War ein bisschen teuer jetzt, aber wir kommen sonst nicht voran. So, jetzt aber. Entschuldigen Sie bitte diese kleine Kollision. Es ging nicht anders. Wir wären hier sonst nicht weitergekommen. Verkehr hat sich zu sehr aufgestaut. Das kann man auch besser machen. Also hätte ich ein bisschen besser aufgepasst, hätte es auch kein Geld gekostet. Oh, wir kippen gleich. Eieieiei. Schön 2 Minuten Verspätung. Hier sind gar keine Hilfen mehr, wie man parken soll. Moin. Hallo. Alle drin. Jo, dann fahren wir mal weiter. Hallo, das hat sie gemeint. So, und wieder in den fließenden Verkehr einfädeln. Nächster Halt, Boskorm, Lagerhalle. Vorsichtig an der Baustelle vorbeifahren. Ich glaube, das wird heute kein positives Geschäft. Ich glaube, heute haben wir ein Minusgeschäft hier am Start. So, bitte ein bisschen Gas geben. Wir müssen hier mal langsam fertig werden, weißt du? Die Folge nähert sich dem Ende und ich habe hier noch nicht mal ansatzweise die Fahrt erledigt. Das ist wirklich so ein Ding, da willst du dann eher Leute einstellen, die diese Route für dich fahren, weil ich mach dich fertig. Oh, Leute, was ist denn hier los? Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Jetzt aber. Jetzt gehen wir auf Stoff, ne? Jetzt gehen wir auf Stoff, du. Oh, Leute, was ist denn hier nicht richtig? Es geht hier. Also, das ist ja fürchterlich hier. Hier geht ja gar nichts. Ja, Han, du machst das richtig, Alter. Einfach abhauen. Und eben schnell über den Gehweg ausweichen oder was? Jo, meine Lieben, ne? Ihr hört den Herrn Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne?
Dann lasst ihr mal entspannt entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Ja, macht den YouTube-Algorithmus gerne mal glücklich. Ja, und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann gleich gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs, der jetzt hier aber noch anhält. Tschüss, bis gleich. Tschüss.